Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim letzten Part vom Master Wind Waker DLC. Denn im letzten Part haben wir die Master Wind Waker Karte zu 100% abgeschlossen und damit fehlt uns hier beim Master Wind Waker DLC nur noch eine einzige Sache, nämlich diese Mission hier, das beantwortete Gebiet auf der Extra Karte, die wir freigeschalten haben, dadurch, dass wir alle Skulltulars auf der Master Wind Waker Karte bekommen haben. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mal mit der an. Es wird hier Licht empfohlen. Und da es ja auch halt einen neuen Charakter gab, der beim Master Wind Waker DLC per Update dann hinzukam, würde ich mal sagen, nehme ich natürlich hier Medulli logischerweise. Wen denn auch sonst? Und zwar mit dieser Waffe hier, mit ihrer 4. Ja, genau, jetzt wollte ich sagen 4-Plus-Waffe. Aber ist ja nicht ihre 4-Plus-Waffe, ist ja die normale Stufe 4-Waffe, ne? Mit den ganzen Sockeln hier, ziemlich cool auf jeden Fall. Und als zweiten, als Notfallplan, nehme ich dann auf meinen Link, würde ich sagen, ich misse mal ein anderes Kostüm. Ich habe immer noch hier das Dunkelkostüm. Ich nehme einfach mal das Master. Nee, genau, ja genau, es ist ein Master Quest Kostüm, richtig. Das kriegt man auf der Master Quest Karte, denn die haben wir ja erst freigespielt. Und mit der habe ich jetzt auch schon offscreen ein bisschen angefangen, die zu spielen, habe ich schon ein paar Kostüme bekommen. Wo ist denn sein Master Windfäcker Kostüm? Das hier. Dann nehme ich das hier. Okay. Und Master Schwert als Notfall, aber ich will trotzdem eigentlich das meiste schon, oder eigentlich wirklich so ziemlich alles, mit Medulli machen. Ich habe aber schon von einigen von euch gehört, dass jetzt hier auf der Extrakarte entweder diese Mission hier oder die Mission von der Wind Waker Karte oder von dem Wind Waker Bild, dass eine der beiden oder sogar beide ziemlich schwierig sein sollen. Deswegen mal gucken, wie ich mich jetzt hier anstellen werde. Könnte also ein bisschen tricky werden, aber wir schauen einfach mal. Okay, auf Schlachtfeld habe ich jetzt nicht geschaut, weil es gibt zwar vielleicht kleine Truhen, aber auf jeden Fall keine großen, keine wichtigen. Weil wir hier für niemanden irgendwie etwas finden konnten. Wir müssen halt einfach nur die Mission abschließen, aber einen A-Rang will ich natürlich schon haben, logischerweise. Ohne A-Rang will ich hier nicht rausgehen. Ansonsten müsste ich genauso wie beim Link's Awakening DLC schon bei da der Extra-Mission, die dann nochmal neu spielen. Ah, ultra leck gerade. Die dann nochmal neu spielen, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen, ich will ganz gerne gleich von Anfang an einen A-Rang kriegen. Wo ist denn der? Da ist er. Wie viel Schaden nimmst du? Ich wurde bis gerade schon getroffen. Und der nimmt so einigermaßen viel Schaden. Das ist nicht mega viel, aber auch nicht mega wenig. Und wir haben aber sehen können, dass mir so ein kleiner Typi schon ein halbes Herz Schaden macht, wenn er mich einfach nur so trifft. Und das ist gar nicht mal so freundlich, muss ich zugeben. Naja. Aber kriegen wir schon trotzdem irgendwie hin. Ich sollte, glaube ich, einige Eulenstatuen immer hier auf dem Weg aktivieren. Ja gut, muss ich nicht unbedingt, weil ich habe auch Link, zu dem ich wechseln kann. Notfall, ja, aber ich sollte, glaube ich, trotzdem einige aktivieren. Weil ich glaube, hier in der Mission wird wieder einiges los sein. Wir schauen, wir warten jetzt erstmal ab, was überhaupt alles passieren wird. Ich sollte übrigens die Texte eigentlich wieder vorlesen, ne? Also, aber habe ich ja beim Link's Awakening DLC bei da der Extra-Karte auch schon nicht so immer gemacht. Am Anfang ein bisschen, aber dann zwischendrin nicht mehr, weil ich dann andere Dinge zu tun hatte. Aber ihr könnt ja gerne euch die Texte immer durchlesen, wenn ich das vergessen sollte, jetzt auf die Bezug zu nehmen. Prinzessin Ruto darf nicht in ihrem Gebiet unterbrochen werden. Beschützen wir sie. Okay, Ruto muss sich retten oder halt beschützen oder sowas, alles klärchen. Da könnt ihr euch gerne durchlesen, weil das sind ja wirklich exklusive Texte, die man nur hier lesen kann, glaube ich. Deswegen, ihr könnt dann gerne halt über mein Gelaber hinweg hören und die halt euch durchlesen, wenn ihr wollt. Der Feind darf nicht weiter vorrücken, wir müssen Prinzessin Ruto beschützen. Ich wurde schon wieder getroffen, ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich muss erstmal den Riesennachtschwärmer abwehren. Aha, okay. Das ist eine komplett neue Missionsart. Ein Riesennachtschwärmer. Ist er jetzt einfach so groß wie bei einer großen Fusion quasi? Ne, der ist sogar nochmal ein bisschen größer. Okay, der ist sogar extrem groß. Okay. Ja, vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ich habe auch keinen Bock, dass der mich mit einer Attacke trifft, weil der macht mir wahrscheinlich ziemlich viel Schaden. Behaupte ich jetzt mal. Und apropos ziemlich viel Schaden, ich mache ihm nicht wirklich viel Schaden, sondern nur verdammt wenig. Okay, das ist nicht so cool. In der Luft hin und her schwingen kann ich den noch nicht so wirklich. Oder muss ich jetzt nochmal kurz warten? Ich warte mal kurz nochmal kurz. Kann ich ihn jetzt besser? Ja, okay, jetzt kann ich ein bisschen besser jonglieren. Okay. Dann mach ich es auch mal kurz, dass ich hier ein bisschen in der Luft verprügle. Das ist ja das Wunderbare an Medulli, dass sie so super kann, Gegner in der Luft hin und her zu hinterher zu jonglieren. So. Ja, da hat er schon einiges an mehr Schaden genommen. Aber ehrlich gesagt hält mir der dann doch immer noch ein bisschen zu viel aus. Der gute Riesennachtschwärmer. Und ich möchte auch, wie gesagt, nicht in seine Attacken reinrennen. Weil er mir wahrscheinlich auch wirklich extrem viel Schaden damit machen kann. Behaupte ich jetzt mal. Also ist er weg. Okay, ich sollte ihn noch gar nicht besiegen. Ich sollte ihn nur erstmal abwehren. Ja, das ist auch in Ordnung, das, dann geht's schneller. Das hätte ansonsten jetzt, wie gesagt, Ewigkeiten gedauert. Deswegen bin ich ganz froh drum, dass ich ihn nicht ganz besiegen musste, sondern ihn nur abwehren musste erstmal. Okay, alles klar. So, den Gipto hole ich mir auch mal schnell, warum denn nicht? Ja, der hält aber auch viel zu viel aus für meinen Geschmack. Ah, Mann, ey. Die ganzen Gegner halten schon wieder viel zu viel aus. Das ist echt wieder nervig ein bisschen. So, starker Angriff. Bam, okay, aber gleich ist er tot. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal am besten dahin in die Mitte und werde jetzt dann dort erstmal noch auf dem Weg ein paar weitere Gegner besiegen und dann eben, was ich ja vorhin eigentlich auch schon machen wollte, bevor mich dann der Nachtschwärmer aufgehalten hat. Und erstmal da in der Mitte eine Eulenstatue aktivieren, dass ich mich da einfach wieder hin zurückwerfen kann. Weil ich eben glaube, dass hier noch einiges mehr los sein wird in der Mission. Und mich wieder einfach in die Mitte hin zurückwerfen zu können, ist, glaube ich, echt nicht verkehrt, weil ich halt von dort aus dann überall einigermaßen schnell hinkommen kann.
Und er hat sich regeneriert. Das dachte ich mir schon, dass es das noch nicht war. Dass der noch häufiger zurückkommen wird, das war mir schon klar. Jetzt muss ich Ruto eskortieren. Okay, alles klar. Die kommt jetzt auch eh hier nach unten in die Mitte. Und ich stehe auch hier, deswegen, das passt ja alles. Und okay, die wollen einen Magiekreis. Na scheiße. Magiekreis in der Waisenfestung wollen sie machen. Da unten. Okay, alles klar. Meduli rückt in Richtung Südwest-Waisenfestung. Vorher, das ist jetzt eine andere Meduli. Das war ja übrigens beim Link's Awakening DLC, da bei der Extra-Mission, auch schon so, dass es da auch eine zweite Maren gab. Da habe ja ich selber Maren genommen, aber es gab auch schon eine andere Maren, die halt irgendwo auf dem Schlachtfeld rumgelaufen ist, die uns gehörte. Und hier ist halt jetzt noch eine andere Meduli, die irgendwo rumläuft. Das ist die da links oben, die bei Link wahrscheinlich ist. Einfach, aber ich muss doch jetzt... Achso, ich... ja, genau. Okay, ich muss Meduli eskortieren. Ich dachte, ich muss jetzt kurz Ruto eskortieren, ich muss ja Meduli eskortieren. Achso, okay. Dann sollte ich das vielleicht eigentlich eher mit Link machen, aber ihr kennt mich, ich will eigentlich das alles hier mit Meduli machen, also mit meiner Meduli. Deswegen gehe ich jetzt dann da einfach mal hin, das ist ja auch einigermaßen in der Nähe eigentlich, das passt schon. Das einzige Problem ist, wenn jetzt dann der Riesennachtschwärmer mir folgt, was er glaube ich tut, ja tut er, dann ist der jetzt hier bei Ruto und ich weiß nicht, ob ich jetzt den mit Ruto allein lassen sollte. Ob das jetzt eine gute Idee ist, wahrscheinlich eher nicht. Ich lasse ihn jetzt aber trotzdem mal kurz allein. Es würde jetzt schon erstmal noch einigermaßen passen, weil ich mich jetzt erstmal um Meduli kümmern will. Jetzt haben wir hier Meduli und Meduli, genau. Und links steht auch noch rum. Alles klar hier. Jetzt haben wir einen schwachen Angriff. Bam! Okay, Festung gehört erstmal uns. Und übrigens, diesmal will ich auf jeden Fall auch dran denken, dass ich 1200 Gegner besiege. Denn beim Link's Awakening DLC, da bei der Extra-Mission, die habe ich ja eigentlich gemeistert so einigermaßen. Also da hätte ich einen A-Rang bekommen können beim ersten Mal. Aber es ist dann an den Gegnern gescheitert, weil ich vergessen habe, 1200 zu besiegen. Und das soll mir nicht nochmal passieren. So, jetzt ist er hier wirklich bei Ruto, der Typ hier. Das ist jetzt schlecht. Aber der hält doch auch viel zu viel aus, hey. Oder vielleicht muss ich ihn ja wieder nur in die Flucht schlagen. Ich bin noch am überlegen, ob ich jetzt extra nur für den Riesennachtschwärmer meine Feenmagie hergeben soll, dass ich ihn halt einfacher besiegen kann. Aber ob es jetzt das nur für diesen einen Gegner wert ist, weil viele andere Gegner stehen nämlich nicht um ihn herum und ich habe noch nicht mal 400. Also ich soll mir meine Feenmagie eigentlich schon für einen Ort aufheben, wo ich dann viele Gegner treffen kann. Der Transfersoldat wurde... Was ist das denn jetzt wieder? Okay, das ist auch eine komplett neue Gegnerklasse, die ich noch nie gehört habe. Ein Transfersoldat. Und der rückt gegen Meduli vor, okay. Ich habe keinen Peil, was der jetzt genau machen kann. Irgendwas transferieren vielleicht. Aber was genau weiß ich nicht. Was schleichst du hier herum? Deine Zeit ist nur noch zu Ende. Ach ja, Gendorf. Das glaube ich eher weniger. Besiege den Transfersoldaten und rette... Okay, aber hat sich wieder zurückgezogen. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt mal am besten da auch schnell nach unten. Und werde eben Link und Meduli helfen. Ich kann also die Abkürzung nehmen mit dem Greifhaken. Ich komme da nach oben. Ne? Genau. Sehr schön. Und dann gleich bin ich auch schon bei Meduli. Wenn wir nicht schnell den Magiekreis aktivieren, ist Ruto in Gefahr. Ja, ich beeile mich ja schon, Meduli. Meduli Nummer 2. Oder wie? Mein Klon? Ich weiß nicht genau. Und hier sind aber jetzt ein paar mehr Gegner, deswegen hier mache ich jetzt mal viel Magie. Zack. Ja, mega viele waren hier auch nicht. Ich weiß, aber irgendwie sind auch auf dem Schlachtfeld nicht arg viele Gegner, muss ich zugeben. Aber ich kill jetzt mal schnell den Transfersoldaten. Dass der dann Meduli keine Probleme macht, der anderen Meduli. Das ist alles so verwirrend hier mit den vielen Medulis. So. Nahrung sogar auch bekommen. Von dem vielen Dank. Zwar nur Bronzen, aber dennoch bedanke ich mich. Seid erst besiegt. Dann ich hungere auch mal schnell die Halle der Köpfe, weil warum denn nicht? Bam, sehr schön. Gut, dann den noch ein bisschen verprügeln, den Festungskommandanten. Und jetzt rückt sie weiter in die Südwestwaisenfestung vor, weil dort will sie ja dann eben einen Magiekreis erschaffen. Ich weiß noch nicht genau, mit wem sie dann den Magiekreis treffen will. Vielleicht den Riesennachtschwärmer, dass der sich dann nicht immer wieder regenerieren kann. Und dass wir dann den endgültig besiegen können oder so vielleicht. Was natürlich auch ganz chillig wäre, wäre, wenn sie einfach das Hauptquartier angreift von den Feinden. Da stehen nämlich auch viele Feinde drumherum. Das wäre aber ein bisschen zu einfach, weil wenn ich den feindlichen Feldmarschall besiege, habe ich offenbar schon gewonnen. Weil der feindliche Feldmarschall eine Flagge ist. Wer auch immer das sein mag, habe ich jetzt vorhin nicht aufgepasst. Und deswegen, es wäre ein bisschen zu einfach, wenn sie dann einfach den feindlichen Feldmarschall damit töten würde mit dem Magiekreis. Deswegen glaube ich das eher nicht. Ich denke mal eher, dass sie dann gegen den Frostnachtschwärmer irgendwie vorgehen will. Und dann halt den endgültig, vielleicht nicht endgültig besiegen, aber ihn halt dazu bringen will, dass er dann nicht mehr sich zurückziehen kann oder sowas. Keine Ahnung. Werden wir dann schon noch sehen. Sie ist auf jeden Fall angekommen, deswegen jetzt dann gleich werde ich den Magiekreis aktivieren. Die Macht des Terrorweißen ist in Meduli erwacht. Okay, cool, sehr schön. Und Magiekreis, dann aktivieren wir gleich mal. Ja, geht auf ihn. Ah, und jetzt ist er klein geworden. Okay, ein ganz normaler Set. Alles klärchen. Ja, und jetzt wurden aber viele Nachtschwärmer wieder gesichtet überall auf der Karte. Ich frage mich übrigens gerade, ist der feindliche Feldmarschall, ist es sogar der Nachtschwärmer einfach oder wie? Ne, ist Gendorf. Ja, stimmt, Gendorf hat er vorhin schon gesprochen. Ich habe mich jetzt so gerade gewundert, ob vielleicht sogar der feindliche Feldmarschall sogar dieser riesen Nachtschwärmer vielleicht sogar ist, aber ist er nicht. Okay. Die Macht des Lichts hat den Nachtschwärmer in 6 geteilt. Ach so funktioniert das. Okay, der wurde jetzt aufgeteilt. Okay. Und ich muss jetzt alle 6 von denen besiegen. Ah, das ist eine coole Idee. Das gefällt mir. Doch, das ist eine coole Idee. Auf jeden Fall. Dann ist auf jeden Fall ganz gut, dass ich die Eulenstatuen aktiviert habe, mich jetzt dann gleich überall immer hinwarten kann.
Denn wieder mal sind wir hier auf der Map vom Terror- und Sifir-Tempel und wieder mal ist unten in der Mitte das Hauptquartier der Feinde, was ich wieder mal nicht so cool finde eigentlich, weil ich dann nämlich keinen Durchgang habe, um von links unten nach rechts unten zu kommen oder andersrum. Aber da, wofür gibt es denn Eulenstatuen, die ich zum Glück aktiviert habe? Da kann ich dann schon einfacher jeweils auf die andere Seite immer kommen. Ansonsten wäre es ein bisschen nervig, aber so passt ja einigermaßen. So, schipp jetzt mal bitte, du Idiot. Kratz ab. Jetzt hat er mich noch getroffen, dein Ernst. Ich bin noch nicht reingelaufen, komm schon. Wie viel Schaden habe ich schon genommen? Aber ich glaube nicht mega viel. 900, das geht noch auf jeden Fall. So, auf der linken Seite sind erstmal alle weg. Deswegen dann warpe ich mich auf die rechte Seite. Und werde mich jetzt noch um die ganzen kümmern. Da stehen ja auch wirklich alle vier so ziemlich auf. Ja gut, auf einem Haufen nicht, aber drei von denen sind so ziemlich auf einem Haufen. Da alle unten, der eine ist ein bisschen fernab von denen, dann kann ich mir erstmal um den einzelnen vielleicht. Und dann danach dann gleich noch um die drei anderen. Es wäre auch wieder ganz cool, wenn ich jetzt auf dem Weg ein bisschen Magie bekommen könnte. Und Schleimwurden übrigens. Ach, Schleime wurden wieder mal gesichtet. Okay, die haben wir schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und besiege alle Schleime ist die Nebenmission. Okay, das sind zwei insgesamt in diesen Festungen da links oben. Ja, ob ich mich jetzt wirklich um die kümmern werde, weiß ich noch nicht genau. Aber das ist ganz interessant, dass die jetzt hier wieder zurückkommen. Weil die haben wir ja zum ersten Mal, glaube ich, im Legendenmodus schon gesehen. Aber ich glaube, im Abenteuermodus kamen die dann nie mehr vor, die Schleime. Das waren ja die halt. Ja, halt die, diese ganz normalen Schleime eben, auch bekannt aus Wind Waker oder vielen anderen Zelda-Spielen, die ich vor allem mit dem Hammer verprügeln sollte oder auch nur mit dem Hammer verprügeln kann, glaube ich, um dann entsprechend Sachen von denen zu bekommen. Vom Roten bekam ich ja Herzen, vom Grünen Magie, vom Gelben Forstkristalle und so weiter und so fort. Und wenn da ein grüner Schleimi wäre, von dem ich dann Magie bekommen könnte, das wäre eigentlich ziemlich cool. Weil ein bisschen mehr Magie hätte ich natürlich auch schon ganz gerne. Aber ob ich die jetzt wirklich besiege, weiß ich nicht genau, weil das ist ja nur eine Nebenmission. Ich muss es also nicht unbedingt machen, um die Mission abschließen zu können. Also ob ich das dann wirklich gleich noch erledigen werde, das kommt darauf an, wie viel Zeit und Lust ich dann darauf noch haben werde gleich. Aber erstmal kümmere ich mich jetzt, glaube ich, um die Nachtschwärmer, um die ganzen kleinen, um die 6 Stück. Also jetzt noch 3. Die sich eben da der eine Typ halt gespalten hat. Das ist, hat, glaube ich, erstmal Vorrang im Vergleich zu den Schleimis. Die Schleimis sind ja auch keine wirklich starken Gegner oder sowas, die jetzt meinen Leuten da Probleme bereiten oder so. Die Nachtschwärmer könnten das schon eher tun. Deswegen erstmal kümmere ich mich um die. Ist, glaube ich, sinnvoller. So. Der ist auch besiegt und da waren es nur noch 2 von denen. Und der eine ist in der Festung, die ich mir sogar dann nebenbei auch gleich holen kann, während ich den Nachtschwärmer selber verprügle. Dass ich währenddessen auch gleich mir die Festung krallen kann. Ja, jetzt wollte ich gerade die 5er-Kombo machen, aber ich greife natürlich an, der Arsch. Was fällt dir ein? Weil ich habe einen Schwachpunkt angegriffen, ist auch in Ordnung. Bam! Und da war übrigens ein Magieguck, habe ich gesehen. Den will ich mir auf jeden Fall auch holen. Mit voller Magie sogar. Okay, sehr schön. Cool. Dann kann ich gleich irgendwo Feenmagie einsetzen und dann danach, wenn ich nochmal eine weitere Magieflasche finde, dann sogar gleich nochmal. Das ist schön auf jeden Fall. Ich brauche ja, wie gesagt, auch immer noch einige Gegner. Ich brauche immer noch 350 Gegner, bevor ich dann die 1200 habe und dann noch wirklich einen A-Rang bekommen kann. Deswegen einige Gegner muss ich immer noch besiegen. Deswegen ist es echt nicht so verkehrt wäre, wenn ich nochmal Feenmagie einsetzen würde an einem Ort, wo halt wirklich auch viele Gegner rumstehen. Aber kriegen wir schon hin, glaube ich jetzt mal. So. Hui. Gut, die gehört auch mir. Und der nächste ist sogar auch gleich hergekommen zu mir. Da ist er. Na komm, wie sie an, Meduli. Okay. Hallöchen, mein Lieber. Dann du darfst auch gleich sterben. Jetzt mal hier ein bisschen meine Luftkombos wieder auspacken gegen den, die ja so wunderbar sind von Meduli, um einzelne Gegner sehr schön verprügeln zu können. So, nochmal. Zack. Und Ruto ist übrigens mit. Warum ist Ruto. Ah, da ist ein Gegner tatsächlich bei ihr. Okay. Wenn ich dann gleich bei ihr nachschauen. Ja, Ruto darf ja nicht sterben. Deswegen, ich sollte ein bisschen aufpassen. Aber da ist nur ein einzelner Gegner, glaube ich. Deswegen, so große Probleme dürfte ich da jetzt normalerweise nicht haben. Also, sie dürfen noch überleben, bis sie jetzt dann gleich zu ihr kommen. Wir haben es ja auch schon erlebt, dass halt Charaktere, also dass mir angezeigt wurde, dass ein Charakter in Bedrängnis ist und dann eine Sekunde später ist es sofort gestorben, weil die Anzeigen so ewig lang hinterherhingen. Machen tatsächlich die Schleimis Ruto-Probleme? Ne, die hier alle. Ne, es sind noch 1000 Schleimis. Ja, okay. Ich mach's mal Feenmagie hier kurz. Ja, hier waren nämlich schon einige auf jeden Fall. So. Und wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich ja die Schleimis auch schnell umbringen. So, zack, mit dem Hammer drauf und von dem kriege ich jetzt einen Forstkristall, genau. Ich kriege sogar ziemlich viele Erfahrungspunkte von denen, tatsächlich, das ist ganz cool. Dann lohnt sich sogar noch mehr, die zu töten, vor allem, weil ich jetzt auch von denen wieder Magieflaschen bekomme. Genau, eine kleine zwar nur, aber trotzdem, das passt. Und das war daneben. Ja, wenn ich daneben schieße, dann ist es nicht gut, ich sollte schon treffen. Ja, und Ruto, hör mal auf, bitte. Ah, nee, ist jetzt doch besiegt, ja, okay. Geht auch in Ordnung. War das alle Schleimis hier? Ja, das ist noch ein Gipto, habe ich gesehen. Und ein Schleimi ist aber auch noch hier. Okay, alles klar. Dann töten wir dich auch noch schnell. Komm, stimmt jetzt, Schleimi. Medo, die trifft jetzt bitte. So, hier frontal und zack. Danke. Na also. So. Dann dürfen jetzt, glaube ich, alle Schleimis hier besiegt sein, was? 2 Phantom-Gannons? What? 2 auf einmal drücken beide vor. Okay, und beide gegen Ruto. Hm. Das ist jetzt nicht so cool. Okay, die gehen zweimal Phantom-Gannon. Ja, ich will ganz gerne die Schleimis auch noch alle umbringen. Vor allem die 2 Grünen, um von denen noch Magie-Sachen zu bekommen. So. Und bam. Und bam. So, habe ich alle zerstört von denen? Ich denke mal schon, ich sehe auf jeden Fall keine weiteren mehr. Die Phantom-Gannons teilen sich sogar auf. Das ist ja eklig. Das ist sogar sehr eklig. Weil ich würde mich natürlich am liebsten erst um den einen kümmern, dann um den anderen. Und halt beide gemeinsam mit Link machen.
dass ich denen auch mehr Schaden machen kann. Wenn ich aber jetzt den, ich meine, Link ist näher an dem Linken dran. Wenn ich aber jetzt den Rechten alleine lasse, dann wird der jetzt dann gleich ins Hauptquartier spazieren und zu Ruto. Ruto ist ja da oben hingelaufen, genau. Und das ist nicht ganz so cool, aber ich habe ja eine Eulenstatue. Deswegen, ich glaube, es ist trotzdem in Ordnung. Jetzt auch ein bisschen riskant, aber ich glaube, es ist trotzdem in Ordnung. Tatsächlich, wenn ich jetzt Ruto da oben erstmal ein bisschen alleine lasse, weil ich ja, wie gesagt, die Eulenstatuen hier alle aktiviert habe und mich dann einfach sofort zu ihr warten kann, falls halt etwas los sein sollte. Deswegen, ich glaube, das dürfte schon einigermaßen passen. Zur Schleime habe ich alle besiegt, genau. Und ich möchte auch ganz gerne natürlich Feenmagie einsetzen, dass ich ihm mehr Schaden machen kann, weil der, glaube ich, ziemlich viel aushalten dürfte, der Phantom-Gen. Also beide. Und deswegen, dem mehr Schaden zu machen, ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. So. Ja, ich will übrigens Link zu mir schicken und nicht zu Phantom-Gen, dass er nicht wieder blöd angreift und dass dann auch Phantom-Gen Lust hat, mit mir Tennis zu spielen. So, willst du gleich Tennis spielen, bitte? Nein, will er natürlich nicht. Dann weg hier, Wirbelattacke kommt. Ich bin, mal jetzt bin, jetzt habe ich nicht, wegen der Kamera habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Deswegen konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Das ist so ein Scheiß schon wieder. So, zack und zack, okay. So, Gendorf plant etwas. Ach stimmt, Gendorf ist natürlich auch noch da, richtig. Was mache ich denn mit dem? Zeit für das große Finale. Was hat er vor? Nichts Gutes. Aber ich mache ihm mega viel Schaden. Aber stimmt, Licht ist ja auch effektiv gegen ihn. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Ich mache sogar mehr als die Hälfte. Okay, zweimal reicht sogar. Das ist ganz cool. Dann schnell Bomben auspacken. So. Und dann der erste können wir schon gleich besiegen. Also ziemlich einfach eigentlich, die Phantom-Gens hier zu killen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, und Gendorf muss jetzt schnell besiegt werden, okay? Ich muss Gendorf und die beiden Riesenmonster besiegen. Erst dann habe ich die Schlacht auch wirklich gewonnen. Alles klar. So, und stirbt. Das war sehr einfach. Gut, dann gehe ich auch gleich noch zu. Ich meine, ich soll ja Gendorf schnell besiegen, stand gerade dran, ne? Aber auch Phantom-Gen macht mir ein bisschen Angst, weil der da eben jetzt einigermaßen in der Nähe von Ruto ist, da rechts oben unter von meinem Hauptquartier. Und der ist dann wahrscheinlich da gleich reinlaufen wird. Aber es stand dran, dass ich Gendorf schnell besiegen soll. Deswegen werde ich das dann mal doch jetzt, glaube ich, kurz machen, weil nicht, dass der dann nochmal einen neuen Phantom-Gen herbeirufen kann oder sowas. Das wäre jetzt nicht so dufte. Wie sieht es eigentlich bisher aus mit Schaden? 1800. Ja, ist schon einiges auf jeden Fall, was ich hier an Schaden genommen habe. Er hält sich noch in Grenzen. Aber auch Gendorf dürfte ich ja ziemlich einfach besiegen können, weil der ist ja auch anfällig gegen Licht und das habe ich ja mit Melodie. Deswegen, das dürfte ganz gut passen. Schnell zu ihm hin. Das dürfte ganz gut passen, denke ich jetzt mal. So, auf ein bisschen Luftkombos natürlich raushauen. Aber er konnte ja ausweichen. Was fällt dir eigentlich ein, du Arsch? Nimm das hier. Und Schwachenangriff. Er ist zwar zu weit weg, aber ich mache ihm, glaube ich, trotzdem noch Schaden. Mache ich, genau. Cool. Also, ja, Gendorf ist kein großes Problem. Ich will jetzt auch, wie gesagt, gar nicht wirklich testen, was der jetzt eigentlich machen kann. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir gerne schreiben, was jetzt Gendorf hier gemacht hätte, wenn ich ihn zu lange am Leben gelassen hätte. Vielleicht hätte er einfach nur die Moral erhöht oder sowas. Oder vielleicht hätte er doch nochmal einen neuen Phantom-Gen herbeigeholt. Und das macht er halt so lange, bis ich ihn besiege. Was jetzt nicht ganz so dufte wäre. Kann sein, dass er sowas drauf hat, ich weiß nicht sicher. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, was der denn jetzt kann, wenn man ihn zu lange am Leben lässt. Aber ich will's nicht riskieren jetzt, muss ich zugeben. Bin ich jetzt dann doch ein zu großer Schisser. Ich will ihn ganz gerne besiegen. Wenn man schon das Spiel gesagt hat, ich soll ihn schnell besiegen, dann ist es oftmals nicht verkehrt, sich da noch an das Spiel zu halten und das wirklich zu tun. So, und deswegen stirb jetzt. Gut. Er ist besiegt, dann warp ich mich am besten schnell nach rechts oben. Denn direkt bei der Eulenstatue ist dann noch der letzte Phantom-Gennel, den wir uns jetzt auch noch vorknüpfen wollen. Ich habe jetzt halt leider keinen. Ach du Scheiße. Leider keinen Link da. Na, weg hier! Hilfe! Weg hier, weg hier. Ich habe jetzt halt leider keinen Link dabei. Ist aber nicht so schlimm, weil Magie habe ich ja. Ursa. Hilfe. Weil Magie habe ich ja eh schon voll. Ich setze mal wieder kurz Feenmagie ein. So, okay. So, spielt er Tennis? Nein, natürlich nicht. Er macht hier sein 5er Aufteilungsgedöns. Das ist mir aber lieber, als wenn er sich unsichtbar macht und dann plötzlich angeflogen kommt mit seiner Wirbelattacke, weil da muss man ziemlich schnell weglaufen, um von der nicht getroffen zu werden. So, hast du Bock auf Tennis? Ich habe Bock auf eine Runde Tennis. Was meinst du? Er hat auch. Ja, gut, das ist mir auch recht. Das war jetzt nicht das Tennis, was ich meinte, aber das geht auch. So, alles klar. Gut, ja, schnell hinlaufen und wieder eine 5er-Kombo machen und dürfte ja wieder ziemlich viel Schaden in ihn reindrücken. Ja, das war eine 4er-Kombo-Melodie, aber es passt auch trotzdem. Wie gesagt, wir machen ihm sehr effektiven Schaden mit Licht, deswegen, das passt alles. Dann kurz ein Spezialangriff. Bam, und, aber sein Schwachpunkt ist sogar noch nicht mal ganz zerstört worden, offenbar. Okay, dann mache ich nochmal einen Spezialangriff, wir hoffen, mal sicher gehen. Ich will jetzt ja nichts mehr riskieren. So, vor allem die zweite Phase ist ja eh einfacher als die erste. Gut, jetzt dann gleich einen Schwachpunktangriff. Bam, wir brauchen übrigens, glaube ich, wieder mehr als. Ja, wir brauchen mehr als 15 Minuten. Ganz knapp, aber es werden mehr als 15 Minuten leider. Aber es dürften ja schon trotzdem 20 Minuten hier sein. Wenn nicht, wäre es blöd. Aber nein! Was mache ich eigentlich? Jetzt wurde ich nochmal getroffen. Aber es dürften mehr als 20 sein, deswegen. Mehr als 15, also halt unter 20, meine ich. Deswegen dürfte alles passen. So, nochmal eine Fünferkombo jetzt machen. Und diesmal auch wirklich eine Fünferkombo, bitte, Melodie. Genau. Bam! Und stirb, Phantom Ganon! Yay! Und ich habe auch diesmal an die Gegner gedacht. Wir haben mehr als 1200, der Schaden passt auch und Zeit passt hoffentlich auch. Sofern wir halt mehr als 15 haben dürfen, aber ich denke mal schon. Deswegen sollte normalerweise ein A-Rang sein. War auf jeden Fall auch eine ganz witzige Mission. Am Ende nochmal gegen zwei Phantom gehen. Das hätte auch deutlich länger dauern können. Aber das Gute ist eben, dass die anfällig sind gegen Licht. Das war auf jeden Fall ein großer Vorteil für mich. Aber vor allem der Anfang mit dem großen Nachtschwimmer, der immer wieder kam und der sich dann aufgeteilt hat in die kleineren, das war eine ganz coole Idee, finde ich.
Okay. Also gerade eben hätte ich jetzt auch mal am Ende die Texte durchlesen können, mir mit Ruto und Meloy und sowas. Habe jetzt auch nicht mehr wirklich dran gedacht, weil ich über andere Dinge geredet habe. Wie gesagt, ihr könnt ja euch gerne immer die ganzen Texte, habt euch ja immer gerne durchlesen können. Ich werde es dann vielleicht sogar auch im Nachhinein nochmal machen, wenn ich mir das Video nochmal anschaue, wenn ich es aufgenommen habe, dass ich mir die ganzen Texte nochmal anschaue. Naja, ich lasse mal kurz da. Yay, gut gemacht, Meloy. So, und es war auch ein Aram. Yay, sehr schön. Ich muss die Mission kein zweites Mal mehr spielen. Nicht so wie bei der Extra-Karte oder Extra-Mission vom Link's Awakening DLC. Ach ja. Wir kriegen noch neue Schwerter der Finsternis, eine neue Lyra der Shika und eine neue Dins-Lyra. Ganz viele Lyren. Ist der Plural von Lyra? Lyren? Lyras? Keine Ahnung, egal. Die war eigentlich auch ganz cool. Aber die hatte halt keinen guten Sockel. Ich habe auch schon viel, viel bessere. Ich habe hier die Megalichttafel, die habe ich auch schon mit 5 Sternen. Dann werfe ich sie sogar jetzt eher die weg, weil die anderen nämlich noch bessere Sockel haben. Ja, gar nicht wahr, die hat sogar noch schlechter. Okay, dann kann die weg. Und die von Meloy konnte aber, glaube ich, jetzt auch nicht viel, oder? Ja, Erfahrung immerhin. Aber das habe ich ja auch tausend andere Male. Werfe ich sie aber eher hier auf der Waffe weg. Okay. Wir kriegen noch Phantom-Gens Schwert, Phantom-Gens Umhang, Gendorfs Panzerhandschuhe, Nachtschwimmerketten und Gipfelbandagen. Und auch einen Schimmelpilz. Gut, und damit haben wir jetzt wirklich alle Missionen vom Master Wind Waker DLC komplett abgeschlossen, sowohl die Master Wind Waker Karte als auch noch die entsprechende Extra-Mission. Und damit werde ich jetzt noch dasselbe machen wie auch schon am Ende vom Link's Awakening DLC, nämlich dass ich nochmal in die Galerie gehe und mir da nochmal alle möglichen neuen Kostüme anschaue. Ich habe mir auch wieder jetzt rausgeschrieben, an wen die Kostüme immer angelehnt waren, dass ich, falls ich das eben nicht erkannt habe, dass ich euch das dann wenigstens jetzt noch am Ende sagen kann. Was ich vielleicht auch noch kurz machen kann, ist, dass ich mir noch im Tutorial schnell die Charakterdetails zu Meloy anschaue. Ich hoffe, die habe ich freigespielt, ich glaube aber schon. Moment. Das sind sie alle. Und Meloy, genau. In der Ära des großen weiten Meeres stach ein kleiner Junge in See, fand den Taktstock des Windes und wurde zum Helden. Dabei half ihm ein Mädchen aus dem Volk der Orni. Die herzensgute und tapfere Meloy lebte als Maid des Hüters auf Draconia und unterstützte den Helden mit Hilfe ihrer Lyra und ihren Schwingen. Durch das Spiel ihrer Lyra kontrolliert sie den Wind und kann viele Gegner auf einmal angreifen. Wenn sie ihre Schwingen entfaltet, wechselt sie mühelos zwischen Luft- und Bodenkampf. Genau, das finde ich ja sehr cool an Meloy, dass sie halt da auch so Luftkombos drauf hat. Das finde ich echt cool. Gut, dann noch Kämpfe betrachten. So, neue Waffen gab es ja bei der Master Wind Waker Karte eigentlich so ziemlich gar keine. Das Einzige, was es gab, war eine Stufe 2 Waffe für Meloy, eine Stufe 3 Waffe für Meloy und eine 4 Waffe für Meloy. Und ansonsten auch schon gar nichts. Für niemand anderen gab es da Waffen, deswegen ich muss mir nur mal die Kostüme angucken. Das ist ganz gut auf jeden Fall. So, und bei Link hatten wir eben das hier, das Heldengewand Master Wind Waker. Das war angelehnt an König Daphnos, das habe ich auch erkannt, glaube ich zumindest. Das ist gar nicht mal so einfach zu erkennen, habe ich aber, glaube ich, sogar damals erkannt. Dann, Impa hat keines, habe ich mir aufgeschrieben, aber Sheik hat dafür eines bekommen. Ein Master Windfucker-Kostüm, nicht dieses hier. Ja, und das hier war angelehnt an Impa aus den Oracle-Spielen, also aus Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Wie man jetzt da so wirklich draufkommen will, weiß ich auch nicht. Aber ist auf jeden Fall so, ne? Gut, dann Lanas Kostüm, das habe ich wieder erkannt. Glaube ich zumindest, genau das hier. Das ist nämlich angelehnt an Eril natürlich. Das ist auch ziemlich einfach zu erkennen an den blonden Haaren und an dem Kleid mit dem Blumenmuster. Oder das ist ja kein wirkliches Kleid, aber halt an dem Anzug mit dem Blumenmuster. Das war ziemlich einfach. Dann Zeldas Kostüm. Das ist dieses hier. Und das habe ich, glaube ich, auch erkannt, denn das ist an Tetra einfach angelehnt. Kann man eigentlich auch ganz gut erkennen, finde ich. Dann Gendorf hat keins bekommen, aber Darunia hat wieder eins bekommen. Nämlich dieses hier. Und ja, das hier ist tatsächlich angelehnt an den Dekobaum oder auch an den Crocs eben aus Wind Waker. Finde ich auch sehr witzig, das Kostüm, muss ich zugeben. Dann Ruto hat auch eines bekommen. Ja, und zwar dieses hier. Und das habe ich nicht erkannt. Und da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Genau, das ist angelehnt an Larsiel oder irgendwie so, keine Ahnung, wie man die Typen ausspricht. Auf jeden Fall an den Postboten aus Wind Waker, an den Orni, der halt immer da die Post einverteilt, den man auch am Anfang zum Beispiel gesehen hat von dem Spiel, also halt der berühmteste von den Postboten, da sage ich jetzt mal, an denen ist das angelehnt. Der hatte ja, wie die ganzen Orni, halt auch so ein lila Kleid, nicht Kleid, aber halt so ein lila Anzug an, und darin ist es ja angelehnt. Aber ist auch sehr, sehr schwierig zu erkennen, finde ich. Aber ist auf jeden Fall so. Na gut. Dann, Agneta hat keines bekommen. Aber mitten hat dafür wieder eines bekommen, genau. Nämlich dieses hier.
Und wie man das erkennen soll, das frage ich mich auch. Das ist angelehnt an die Armos-Statuen. Das waren eben diese kleinen Statuen da, diese Gegner, die es in Wind Waker eben gab, wo man halt, wo auf ihrem Rücken so ein Kristall war, den man treffen musste. Und ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so wirklich erkennen soll. Die waren ja so grau und in der Mitte von ihnen war ja ihr Auge in Anführungszeichen, wenn man das so nennen kann, das halt so grün geschimmert hat. Und dieses Grün ist halt in ihrer Maske wiederzufinden. Und ansonsten sind halt ihre Streifen da noch so ein bisschen gräulich. Also ja, ist eben an die Armor-Statuen angelehnt, ist aber auch ein bisschen sehr random. Gerade an diese Gegner ist das Kostüm von Midna angelehnt. Was hat Midna mit denen zu tun? Keine Ahnung. Und dann solche völlig random Gegner aus Wind Waker. Und dann kann man es auch noch so schwierig erkennen hier, finde ich. Also, naja, weiß nicht genau, aber ist auf jeden Fall so. Dann, Xamto hat keins bekommen. Fei hat dafür aber eins bekommen. Nämlich dieses hier. Und ob ich das erkannt habe oder nicht, bin ich mir nicht ganz. Ich glaube, das habe ich nicht erkannt. Und das ist aber einfach auch an Tetra angelehnt. Kann man schon auch einigermaßen erkennen an den, ja, einigermaßen blonden Haaren. Dann, ansonsten ist sie ja viel blau, dann ihr Kristall ist so pinkmäßig. Genauso wie auch der Schal von Tetra. Deswegen kann man schon einigermaßen erkennen. Ist aber auch nicht so einfach, finde ich. Dann Girahim hat auch eines bekommen. Und zwar dieses hier. Genau, und das hier ist angelehnt an den Maskenkönig, das habe ich, glaube ich, sogar, habe ich das erkannt? Bin mir nicht ganz sicher, kann sein, kann auch nicht sein, aber das kann man eigentlich auch einigermaßen erkennen, finde ich, weil da hinten, hinten ist halt so viel grün und gelb, wie halt die ganzen Federn vom Maskenkönig und dann vorne ist halt dieses Grauzeug da, also das kann man schon einigermaßen erkennen, finde ich. Dann als nächstes haben wir Sia mit, ja, die hat ja wieder 1000 Kostüme, mit diesem hier. Oder diesem hier. Oder diesem hier. Und das habe ich, glaube ich, auch nicht erkannt, obwohl man das sogar eigentlich auch, das kann man sogar auch einigermaßen erkennen, so irgendwie, aber ist trotzdem auch nicht einfach, da muss man auch ein bisschen um die Ecke denken. Das ist nämlich auch angelehnt an Eril tatsächlich, denn Eril hat ja im Verlauf von Wind Waker zwei verschiedene Kostüme an. Denn am Anfang hat sie eben ihr blaues Kleid mit den Blumen drauf, aber die wird er dann, die geht er dann mit den Piraten mit und wenn man sie dann später im Spiel wieder sieht, dann hat sie ein anderes Kleid an, nämlich ein lilanes mit Totenköpfen drauf, weil sie eben bei den Piraten war und das halt mehr zu den Piraten passt, mit Totenköpfen. Und genau daran ist es angelehnt, weil sie ja hat ja auch ganz, ganz viel Lila und halt hinten ist noch so ein Totenkopf da drauf. Und dementsprechend ist das eben auch an Eril angelehnt, aber eben an ihr anderes Kostüm. Ich meine, blond ist sie auch wieder, die gute Sia. Das ist so irgendwie, deswegen hätte man schon auch vielleicht sogar erkennen können, tatsächlich. Aber das ist trotzdem ein bisschen fies, finde ich. Dann Volga. Volga hat auch eines bekommen, ja. Und das ist dieses hier. Das, genau, das sah also mega cool, das habe ich auch überhaupt nicht erkannt. Und das ist auch logisch, dass ich es nicht erkennen konnte, so wirklich. Na, das ist angelehnt an Griok oder sowas. Griok, irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall an einen Boss aus Phantom Hourglass und zwar an einen zweiköpfigen Drachen oder irgendwie sowas, glaube ich. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall an irgendeinen Drachenboss aus Phantom Hourglass, keine Ahnung, aus dem wievielten Dungeon oder so. Weiß nicht genau, aber ist auf jeden Fall an Griok angelehnt oder irgendwie so heißt der, habe ich mir aufgeschrieben. Na gut, aber habe ich keine Ahnung, weil wie gesagt, von Phantom Hourglass und Spirit Tracks habe ich nicht arg viel Ahnung. Dann Pyroma. Hat keines bekommen. Dann die wahre Mitten hat aber schon eines bekommen. Nämlich dieses hier. Ja. Und das ist auch nicht so einfach zu erkennen, weil es auch an einen ziemlich random Gegner, nicht random Gegner, sondern random Charakter angelehnt ist. Finde ich, von den Farben her passt schon einigermaßen. Ist aber trotzdem schwierig zu erkennen. Das ist nämlich angelehnt an Varsha, heißt die gute Frau, habe ich mir aufgeschrieben. Der Name passt sogar einigermaßen. Das ist die, die auf Präludien lebt und die halt immer die Vase auf ihrem Kopf trägt. Die hat, glaube ich, auch halt so ein rosa Kleid an oder sowas und dann halt ihr, die Vase ist blau, die sie auf dem Kopf trägt und das sind auch genau die Farben von der wahren Midna. Deswegen auch das passt dann einigermaßen. So, der junge Link hat keins bekommen, Tingle aber schon wieder. Tingle hat nämlich dieses hier bekommen. Genau, und das ist dann eben noch angelehnt an Jingle. Wie gesagt, hier das Awakening-Kostüm, das weiße, das ist David Junior. Das hier, das Master-Kostüm, ist dann eben Jingle. Und dann noch das andere, das Wind, das ist dann Swingle, habe ich mir noch aufgeschrieben, aber dazu kommen wir dann. Dann Linkle hat keines bekommen. Und Hawkid hat auch keines bekommen. Aber hat Linkle wirklich keines bekommen? Ja, keins bekommen, genau. Hawkid auch nicht. Aber dafür wieder Toon Link. Nämlich dieses hier. Und das habe ich auch erkannt, denn das hier ist an Nico angelehnt. Kann man auch eigentlich ziemlich deutlich erkennen an dem gestreiften T-Shirt, blaue Mütze. Also das ist auch ziemlich offensichtlich eigentlich, finde ich. Dann Meduli hat. Meduli machen wir gleich. Meduli hat keines bekommen. Und ah ja, stimmt, genau. Ich hab ja hier bei den Charakteren. Ich habe ja hier leider aus irgendwelchen Gründen Tetra und König Daphnos noch nicht freigespielt. Und ich kann mir die halt hier bei Kämpfen betrachten noch nicht anschauen. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, womit das jetzt zusammenhängt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mit den beiden irgendwie noch einfach mehr Missionen spielen müsste. Und dann kriege ich die mal irgendwann hier bei Kämpfen betrachten. Aber das ist immer noch total seltsam, dass ich die halt manchmal da schon habe. Manche von denen. Manche aber auch nicht und euch die ich jetzt hier nicht zeigen kann. Ich kann euch zumindest sagen,
sagen, an was es immer angelehnt war. Und zwar das Master Windwaker-Kostüm von Tetra, das war angelehnt an Zelda, das habe ich glaube ich auch erkannt. Und dann noch das Master Windwaker-Kostüm von König Daphnos. Das ist angelehnt an. Jetzt müsste ich meine eigene Schrift lesen können. Kann ich aber nicht mehr. Was haben wir da aufgeschrieben? Warte mal, ich muss mir das mal nochmal kurz angucken. Ist wieder ein bisschen Chaos hier, ich weiß. Aber ihr kennt mich, ich gehe mal einfach in irgendeinen Abenteuermodus rein. Ich muss mal kurz einfach mir das kurz. Ja, Abenteuer gerade egal. Ich muss mal kurz jetzt nochmal das Kostüm von König Daphnos anschauen, dass ich es dann vielleicht erkenne. Aber ich habe mir da irgendwelche Hieroglyphen aufgeschrieben, die ich aber jetzt nicht mehr lesen kann. Warte mal kurz. Das hier ist es auf jeden Fall. Können wir uns das von Tetra auch nochmal anschauen? Das ist dieses hier. An wen war das nochmal angelehnt? An. Warum kann ich das jetzt nicht mehr lesen? Bin ich blöd? Ich habe mir irgendwie sowas. Nee, ich kann es nicht mehr entziffern. Und ich kann es nicht zu. Ich bin komplett scheiße ungefähr. Aber kann ich es einfach so vielleicht erkennen? Aus dem Stand? Wahrscheinlich eher nicht. Bin ich echt komplett? Bin, glaube ich, echt komplett doof. Ich muss mal ganz, ganz kurz einen Schnitt machen, eigentlich will ich euch das nämlich schon noch sagen, aber ich bin gerade zu blöd, das zu entziffern. Ich mache mal ganz, ganz kurz einen Schnitt und gleich sehen wir uns wieder und dann werde ich euch noch verraten, an was König Daphnos angelehnt ist. Und das Bild am Ende schauen wir uns noch an und dann werde ich noch ein paar letzte Worte an euch richten. Wow, ein Mega-Fail wieder mal. Ich habe zwar die Mission auf Aran geschafft, aber ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Sehr gut. Also gleich sehen wir uns wieder, wenn ich dann weiß, an was jetzt nochmal König Daphnos Kostüm hier angelehnt ist. Also bis gleich. Okay, ich hab's herausgefunden, es ist angelehnt an Gonzo, an einen von den Piraten auch. Also an den größten der Piraten. Und eigentlich auch neben Tetra so der Anführer, könnte man sagen. Also Tetra ist ja die Anführerin, aber ansonsten so neben ihr, eigentlich ansonsten nur der Anführer, würde ich mal schätzen. Ja, also kann man eigentlich auch einigermaßen erkennen, finde ich. Ich war nur zu doof, ich war auch zu doof, meine eigene Schrift zu entziffern. Ich habe das da ziemlich schnell hingeschmiert alles. Ich hätte es vielleicht ein bisschen ordentlicher aufschreiben sollen. Egal. Dann können wir uns auch mal kurz jetzt bei der Gelegenheit nochmal kurz von Tetra anschauen. Das haben wir gerade eben auch nicht sehen dürfen. Das hier ist es eben und das ist eben angelehnt an Zelda. So. Gut. Nochmal mit einem Fail zum Ende hin, wie ich das mal liebe. Obwohl eigentlich der Rest ganz gut lief, aber nee, muss natürlich meine eigene Schrift nicht mehr lesen können. Na gut. So, dann zum Ende hin schauen wir uns eben noch ganz, ganz kurz das Bildchen an. Und da werde ich mich noch verabschieden und auch noch vielleicht verraten, oder nicht verraten, aber schon einen Tipp geben, was denn das neue Projekt, das dann morgen um 18 Uhr starten wird, denn da wird ein neues Projekt endlich mal wieder kommen, was es dann so sein könnte. Bilder betrachten. Jetzt muss ich es nur finden, welches war es denn? Das hier war es, ne? Beantwortetes Gebet, das hier ist Awakening, genau, und das hier war es. Das beantwortete Gebet, ja genau, können wir auch hier nochmal sehen, mit Tuling, Grutu, Tetra, Meloli und hinten natürlich Gendorf und der riesengroße Nachtschwärmer. Ganz genau. Und Schleimis kann man sogar auch noch im Hintergrund erkennen. Cool. Gut. So. Dann, ich verabschiede mich erstmal. Denn ich würde sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Master Wind Waker DLC. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann eben, wie gesagt, morgen um 18 Uhr weitergehen wird mit einem neuen Projekt. Und was kann ich denn so als Tipp vielleicht verraten zu dem neuen Projekt? Ich kann vielleicht sagen, dass es nur ein relativ kurzes Projekt werden wird. Keine zu mega ultra super kurzes, aber dennoch auf jeden Fall deutlich kürzer als die meisten meiner anderen Let's Plays, weil die meisten haben ja ziemlich viele Parts von mir, weil ich immer sehr ausführlich spiele und Challenges halt und sowas machen, immer 100% und sowas. Deswegen, das, was morgen kommen wird, wird dann ein bisschen kürzer werden. Das soll nämlich auch nur so eine Art Übergangsprojekt werden, sage ich jetzt mal, bis dann der nächste Hyrule Warriors Legends DLC, eben der Phantom Hourglass und Spirit Tracks DLC, bis der dann rauskommen wird. Das Problem ist halt, dass ich ja selber noch gar nicht wirklich weiß, wann der rauskommt. Ich weiß halt so ungefähr, aber das genaue Datum weiß ich noch nicht, weil das haut ja Koei Tecmo immer erst eine Woche vorher raus, so ungefähr. Dass sie dann sagen, ja, in einer Woche kommt übrigens dann der nächste DLC. Und deswegen werde ich jetzt dann in Zukunft vielleicht ein paar mehr kürzere Projekte immer starten, die ich dann eben abrupt auch enden lassen kann, sage ich jetzt mal, sodass wir dann eben halt wieder Platz haben, um dann halt den neuen DLC spielen zu können. Weil ich möchte nämlich nicht sowas wieder haben, wie wir nämlich jetzt hatten, dass ich dann irgendwie aus Platzgründen den neuen DLC wieder nur jeden zweiten Tag bringen kann oder so und das dann zu lange dauert und dann der nächste schon wieder erscheint und wir dann wieder zwei verschiedene Hyrule Warriors Legends Projekte gleichzeitig am Laufen haben oder so oder wie jetzt sogar drei. Das möchte ich erstmal nicht mehr haben, ehrlich gesagt, deswegen will ich halt jetzt in Zukunft erstmal ein paar kürzere machen, bis ich dann eben halt genau weiß, wann der rauskommen wird, dass das dann eben einigermaßen hinkriegen kann. Deswegen eben, was morgen kommt, wird dann ein kleines bisschen kürzer werden, weil wenn halt alle drei Projekte, die jetzt dann laufen würden, abgesehen von Hyrule Warriors Legends halt alles so 50, 60 Parts in Anspruch nehmen würden oder sowas, dann wäre es halt problematisch, weil dann würde der neue DLC kommen und ich habe keinen Platz und das würde dann wieder zu eben diesen Problemen führen, deswegen das will ich nicht mehr unbedingt haben.
Und was ich vielleicht noch als weiteren Tipp geben kann, weil es gibt sehr viele Spiele, die eher kurz sind, ich kann vielleicht noch die Konsole verraten. Und zwar, das wird nämlich für den Nintendo 64 sein, was wir da morgen spielen werden. Und wird ziemlich cool werden, da freue ich mich schon drauf. Aber ich freue mich sogar, eigentlich sogar, kann ich sogar verraten, schon mal fast noch mehr auf das neue Projekt, das dann nach dem eigentlichen Hyrule Warriors Legends Projekt kommen wird, das dann also übermorgen um 14 Uhr kommen wird. Da freue ich mich sogar eigentlich fast noch mehr drauf. Aber dennoch, das morgen um 18 Uhr, was da kommen wird, wird auch ziemlich cool werden. Okay, habe ich glaube ich alles gesagt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann wieder bei noch viel, viel mehr Hyrule Warriors Legends. Es kommen ja noch ein paar weitere DLCs. Oder eben auch bei anderen neuen Projekten. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.